Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge mit dem Aesthetic. Wunderschönen guten Tag. Mit dem Storm. Hallo. Mit dem Sascha. Guten Tag. Mit dem Robert. What up? Und mit der Riku. Und die Mädel immer zuletzt, gell? Ja, aber die war Aesthetic das Letzte. Immer die Mädel zuletzt, ja. Ja, oh. Schon gut. Das ist Diskriminierung. Das ist okay für mich. Warum wo bist du nur hin? Warte, was suchst du jetzt? Mein Würfel. Also, okay, mein Mikrofon also, etwas mit runter. Wir befinden uns hier jetzt gerade in einem richtig harten Kampf. Aesthetic wurde am Bein verletzt. Sascha hält sich raus mit einem Notizblock. Stimmt doch gar nicht! Und unser Ludwig kriecht unter dem Tisch rum. Nein, ich bin auf dem Stuhl. Nein, okay. Ich habe aber eine Idee. Oder er sucht seine Würfel Würde. Für. Ja, du richtest dich jetzt erstmal wahrscheinlich auf. Ja, ich wollte eigentlich am Boden zaubern. Okay, dann bleibst du auf dem Boden. Weil das macht mir ja nichts aus, weil ich bin ja Druid-Naturmagier. Ich schlafe auf dem Boden. Du liegst und auf dem Stein. Und auch bearbeiteter Stein war mal Natur. aber egal. Ja. Gut rausgeredet. Lass ich gelten. Wurzeln durch den Boden rausschießen lassen und mein Meister einfach nur festhalten, so Arm und Bein. Das heißt, ich nicht mehr bewegen kann. Das ist ein magischer Angriff. Das heißt also, du weißt, auf was du würfelst. Iggy. Genau, aber geht sie. Dadurch, dass der Boden halt wirklich aus Stein ist, wird es erschwert um 2. Also habe ich quasi gar keinen Bonus drauf. Ja. Aber ist der Boden unter dem Meister nicht schon aufgebrochen? Nein. Was hast du gesagt? Er hat ihn halt dadurch, dass er halt immer weiter reingeprügelt hat, ist halt das Ganze so ein bisschen. Du musst dir das vorstellen, dass, ich weiß nicht, ob es bei euch in Hamburg solche Pflastersteine gibt, so diese, wirklich diese Vierecke. Wenn du da drauf haust, dann sind die halt trotzdem immer noch überall dort verteilt. Die sind ja nicht so groß, dass du das irgendwie so eine Platte. Ist schon in Ordnung, ja. Ich hab's übrigens geschafft. Okay, dann hältst du ihn an Arm und Bein fest. Ja. Und er schreit wie ein Wahnsinniger jetzt und versucht sie natürlich loszureißen. Meister, beruhigen Sie. Ich wollte ja zu seinem Stab. Ja, dann geh zu dem Stab. Okay. Du stehst jetzt vor dem Stab. Ich nehm den Stab. Du nimmst den Stab. Spüre ich Superkräfte in mir aufsteigen. Der Würfel ist lost in space. Nein. Dann schmeiße ich den Stab auf Sufurion. Wie, mit der Spitze voran oder einfach so? Einfach, dass er sich so dreht. Okay. Größte Angriffsfläche. Würfel und zwar auf Fernkampf. Easy. Darauf ist er ja jetzt skilled. Nein, auch nicht. Aber ist vollkommen überhaupt nicht. Ich bin absolut schwächer geworden in allem. Aber... Es geht ja nur um den Move, dass ich dem Wichser das zurückschmeiße. Ich muss es ja gar nicht schaffen. So, also. Wir haben einmal geschafft. Bin ich nicht aufgestanden. Okay. Wir haben nicht geschafft, den Stärke. Das heißt, der bleibt hinter dir. So, hinter geschafft. Dir. Plonk. Du bleibst hinter dir liegen. Ja, ich habe nur den Stärke ausgeholt. Nee, ja, du wirfst ihn halt und er fällt halt 2 Meter vor dir wieder auf den Boden. Ja, dann laufe ich wieder hin. Okay. Sascha, möchtest du noch irgendwas machen oder willst du einfach warten? Nee, tatsächlich werde ich nichts weiter machen. Sieht so aus, als wenn Storm langsam die Situation unter Kontrolle hat. Okay. Von daher. Wenn mein Meister nicht den finishing Move verpassen. Gut. Also dann. Storm. Ich stehe auf und geht wieder zu ihm. Ja. Und jetzt, weil ich denke, jetzt kann man mit ihm reden, ohne dass er mich boxt. Meister, jetzt beruhigen Sie sich doch. Es er ist spuckt alles dich an. Gut. LOL! Und zwar so richtig schöne alte Mann-Rotze mit Alkohol gemischt. Alter. Leute, ich bin gerade am Essen. Ekelhaft. Könnte ich dem geben? Eine Schelle. Eine Schelle, ja. Das ist tatsächlich eine gute Übergib Idee, dich aber... über ihm. Nein, das Pinkel ihn voll. Stopp ihn Harry ins Maul! Nein, ich habe eine gute Idee. Ich leg meine Hand auf seinen Kopf und versuche mich mit ihm so ne, naturverbindlich, weil beide Druiden sind so verbindlich. Schwul Moves. Ich habe Stärke 3 und ich kann dir nicht boxen, ich breche mir die Hand. Das ist okay. Nur meine 20. Du hältst also deine Hand an seinen Kopf und spürst direkt, wie eine böse Macht versucht, in dich einzudringen. Natürlich durch die Hand. Ich nehme die Hand wieder weg. Klatsch, dass ich mit der Hand selber, ne? Jetzt bin ich bei Evil Dead, du musst mir die Hand abpacken, die ich verfolgt. Nee, passt, du hast die Verbindung wieder getrennt. Aber Sulfurion hat halt immer noch seine Zuckungen.
Meine Freunde, schrecklich, es ist passiert. Aus dem Weg, sage ich. Ich mache einen Schritt zur Seite. Das wird nichts bringen, wenn du ihm das Ding an den Kopf werfen willst. Alter, ich knock den damit jetzt aus. Okay, ja, ich nehme jetzt den Stab und gehe dann damit dahin. Anscheinend interessiert niemand die neue Information. Will ich ihn mit dem Stab vollein... Deswegen... Vollein über die Rübe ziehen. Okay, dann würfelst du. Gewalt probieren. Easy. Okay, würfel. Ist gar kein Problem, ich bin Nahkampf-Main. Aber bevor du würfelst... Ja. Erschwert. Ich fand das letztes... Nee. War anstrengend. Es ist sogar vereinfacht für dich um zwei, aber... Yes! Ja, der macht ja und der kann ja nichts machen. Ja, richtig, er kann sich ja nicht bewegen, aber... Unser guter Tyral Mokballer hat was dagegen, weil es ist schließlich der Meister des Meisters. Das sollte nicht verprügelt werden. Das ist eine Ikone der Magie. Ich fand es letztens noch so gut, die Diskussion von dir Aesthetic mit mir, mit den smarten Ideen. Aber egal. Okay. Ich fand es eben gerade in Ordnung, dass Storm das Duell mit ihm da ausfechtet. Und jetzt habe ich was dagegen, dass der andere Gefährte dagegen, Storm hilft. Ich darf mich nicht einmischen. Nein, du bist dagegen, dass Gewalt angewendet wird. Nicht, dass er, Storm hat keine Gewalt angewendet, er hat ihn nur festgehalten und dann wollte er ihm hier... Alter, aber er hat sie gegen Storm Gewalt angewendet, ey. Das ist mir mittlerweile scheißegal, was mit dem Spatz passiert. Beharr da drauf, Sascha! Zeig Stärke, damit ich ihn umhauen kann. Nee, das sagt der Game Master. Das ist nichts, worauf er beharren kann. Es ist halt einfach so. Ich finde sicherlich irgendwas bei dir, Sascha, in deinem Sheet, dass ich da gegen dich verletzen kann. Ja, nein, ist ja in Ordnung. Gut, wenn mir das befohlen wird, dann... Wie ist gerade die Situation ganz genau? Aesthetic, also hier Loom steht vor hier Sulfurion. Storm steht daneben. So ein Time Freeze. Und du stehst halt so, keine Ahnung, 3 Meter weg oder so. Perfekt. Das ist zu schlimm. Ja, er muss Magie benutzen, um mich aufzuhalten, theoretisch. Also sonst ist er zu weit weg. Feuerball. Nein, nicht Feuerball. Sascha, und außerdem, ich möchte kurz sagen, dass du das Ganze machst, dass du noch einschreiten kannst wegen einem deiner Vorteile, und zwar dem letzten. Jetzt muss ich erstmal kurz auf mein Cheat gucken. Das sonst könntest du nämlich überhaupt nicht einschreiten. Aber er muss ja nicht aktiv einschreiten. Er kann auch einfach sagen, hey, hör mal auf damit. Nee, tatsächlich schreite ich aber aktiv ein. Und zwar, ich bin ja Elementarmagier, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt bei meiner Charaktervorstellung. Da ich den Loom ja aber als Mitglied der Gruppe akzeptiert habe, möchte ich ihn nicht verletzen. Darum möchte ich hier einen auf. Nein, okay, ich sag's jetzt nicht so. Wassergefängnis. Wobei doch, nein, ich mache einen auf Yasuo mit der Windwall. Ich möchte. Okay, caste für mich. Iggy. Achso, Carsten in Sinne von Würfeln. Wir zerstören uns schon wieder gegenseitig. Ja, why? Ich würde dich nicht. Deine Brille auf. Und ich würde mich nicht gegen. Ich bin kurzsichtig. Er steht 3 Meter ist doch wohl noch kurzsichtig, du Vogel. Und du bist betrunken. Achso. Wir kann so. Was kann ich mir noch überlegen, dass ich hier in die Scheiße reiten kann? Ich stell mir gerade vor, wie er Static zerteilt. Mit der Windwall. Nee, es ist ja, er hat ja schon gesagt, das ist kein... Ist doch gut, wenn du das nicht Hallo? Schaffst, dann kann ich den ausnocken. Hallo. Hi. Achso. F11. Ah. Warte mal, erschwert um 4, das ja, heißt... Sagen wir um 3, das wäre sonst ein bisschen übertrieben. Nee, 4 ist schon... Nee, 3. Also ich würde sagen 5. Warte, jetzt muss Was ich aber ganz kurz... Furion? Okay, ja, den kann ich ausgleichen. Manchmal ist Gewalt halt die Lösung. Gewalt ist immer die Lösung. Ich glaube, ich stehe von hinten mit der Wurzel so auf dem Kopf, so Den kann ich nicht. Wenn er jetzt kommt, Robert, wie so eine Kanonenkugel ausgleichen. So. Weil mich jemand geschmissen hat oder was? So über die Mauer. Den Geschicklichkeitswurf konnte ich nicht mehr ausgleichen. Oh nein. Nur Geschicklichkeit nicht geschafft. Oh, Sascha, nicht geschickt. Das heißt also, du castest eine perfekte Windwall. Ja. Und gib damit zuerst voll die Schelle. Du gibst Aesthetic damit einen Kinnhaken, dass er so ein bisschen zurücktaumelt. Aber es ist jetzt nicht irgendwie dadurch, dass es Wind ist. Es ist halt, also... Warum muss der mich treffen? Du taumelst halt nur ein Stückchen zurück. Also es macht jetzt keinen Unterschied. Also du könntest immer noch, wenn du wolltest, angreifen. Aber halt, du musst erstens mal, musst du dann halt jetzt erstmal auf den, dass du halt wieder dich auf auf Geschicklichkeit würfeln. Dass du erstens mal dich wieder fängst und dann musst du den Angriff würfeln. Möchtest du das tun? Ja, ich muss mich erstmal fangen. Also muss ich auf mit Geschicklichkeit. Würfeln. Dreimal oder was? Ja. Alter, kann man nicht auch um einmal würfeln? Nein. Ja, nicht geschafft.
Okay, also das heißt, du taumelst halt weiter nach hinten und dich legst fast auf die Schnauze, aber halt auch nur fast. Okay. Ich muss erst mal gucken, ich wollte gucken, wo kommt das her? Was? Ich drehe mich also um. Also, ja, wo diese Windwall herkam. Ja. Ich glaube nicht, dass Yasuo vorbeigedüst ist. Hosokai! Ich guck zu ihm rüber, hier, raff ich, dass er das war. Also hat er gerade irgendwie noch so eine coole Geste oder so gemacht? So keine Ahnung. Ja, zum Beispiel. Ich weiß nicht. Vigarium Leviosa. Ich weiß ja nicht, wie er zaubert. Redet er, macht er nur Gesten? Ist es in seinem Kopf? In seinem Kopf. Also er hat ja das beschrieben. Es ist ja eine Beschreibungsmagie in der Hinsicht. Deswegen hat er nichts gemacht, wo es jetzt auffallen würde, dass er schuld ist dran. Also steht er einfach nur da so und zuckt ein bisschen mit den Augen und da passiert das. Nennt man auch Epilepsieanfall. Ja, aber erstmal kriegst du außerdem noch 4 Mana abgezogen. 4 Mana? Ja. Ja, sicherlich. Das lädt es eigentlich langsam nicht wieder auf, das Mana? Oh, warte mal, das war scheiße. Oder sonst was. Das war nicht gut. Schlafen regenerieren wir das. Also ich raff nicht, dass er das ist. Punkt. Ah, du raffst nicht, dass er das ist. Könnte auch Sulfurion gewesen sein. Genau, dann denke ich halt nämlich, dass er das war. Und mach einen Satz nach vorne, um schnell zu sein quasi. So in der Luft. Dann würfelst du mal bitte auf Ausdauer, ob du es überhaupt schaffst. Einen Satz nach vorne zu machen? Ja. 3-mal auf Ausdauer? Ja. Erleichtert um 3. Der ist auch besoffen! Alter, du würdest ja, er ist einen Satz nach vorne machen, anstatt irgendwas zu casten, wo du übelst dein Brain anstrengen musst, Alter. Nicht geschafft. Okay, du machst also keinen Satz nach vorne. Heißt, ich stolper oder? Nee, du machst einfach nur Platz nach vorne. Ja gut, dann laufe ich halt gemächlich zu ihm hin. Okay. Und hoffe in der Situation, falls nochmal er so einen Zauber macht, richtig reagieren zu können, laufe zu ihm hin und möchte ihm das Ding um meinen Schädel ziehen. Okay. Wenn ich darf. Nächste Runde. In dem Moment kommt die Kanonenkugel. Nein. Ihr erkennt das hinter Sulfurion, also da, wo Sascha mal hergekommen ist, hier aus der Richtung von den Wachen, wo halt du das Wachsding hattest damals, kommt ein Kerl angelaufen mit einem erhobenen Kampfstab in der Hand und rennt schreiend auf euch zu. Natürlich. Ich drehe mich mal zu dem um. Warum muss das immer uns passieren? Ja, warum die Verrückten? Kann es nicht einfach mal cool ausgehen? Hey, kurze Anmerkung, Robert, das bist du jetzt, gell? Ach, wer hätte es erwartet? Vielleicht kommt ja Rico angelaufen nach einer Geschlechtsumwandlung oder so. Was? Dein Charakter, Entschuldigung. Fucking yeah. Ihr tragt halt beide Kampfstäbe. Alter. Ja, jetzt. Ich hätte eher Augenoperation nötig als eine Geschlechtsumwandlung, ganz ehrlich. Darf ich fragen, wieso ich auf die zurenne? Nee. Doch. Einfach aus dem Grund, weil du Gefahr gesehen hast und du bist halt da. Rein! Hast du mal entdeckt, dass ihr verprügelt zu dritten alten Mann oder so? Das ist ja voll gut. Nein, dadurch, dass du halt hier deinen Nachteil hier, möchte ich mal ganz kurz ansprechen, hast, bist du halt einfach mega greedy und du willst jemanden verprügeln hier wegen deinem vorletzten und letzten. Nachteile. Schlägerei, ich will auch rein. Ja. Er kommt rein, das Abenteuer, Nachteile. Ja, okay. Ist mir egal, ich habe meine Aktion schon gesagt, also ziehe ich die durch. Und vor allen Dingen siehst du, dass du, dadurch, dass die ganze Stadt verschüchtert ist dadurch, könntest du dir hier deinen großen Traum erfüllen. Sind die noch da alle? Also ein paar davon? Ach so. Nein, die sind alle geflohen, ja. Okay, ich verstehe. Ja, okay, gut, du bist der Einzige, der halt jetzt einfach so ankommt, so den Stab erhoben, über den Kopf. Ah, ah, ah. Das war geil. Yo, Webcam Freeze gerade. So gut. Gutes Thumbnail, ja, gutes Thumbnail. Ich bin mitten in der Aktion. Ich zieh die durch. Mir egal, ja, Robert, ich reagiere danach darauf. Wie ein Doktor sofort da ist. Also, wie du gesagt hast, komm gerade angerannt. Ja. Und fast. Warte, was machst. Bei mir hat sich gerade Musik. Bei mir war übrigens eine Wand hinter. Ach so. Ich will natürlich zwischen Aesthetics-Charakter, wie auch nochmal heißt. Loom. Okay, und dem alten Sulfurion dazwischen. Und will ihn da wegstoßen mit dem Stab so, wenn du so vor der Brust ihn wegstoße. Okay.
dann würfelst du für mich. Dadurch, dass es ein... Du würfelst erstmal... Der kommt aus der Ecke angerannt. Ja, ist der steht jetzt neben uns. Nein, jetzt warte doch. Erstmal würfelst du auf Ausdauer. Auf Ausdauer? Dreimal. Dreimal, okay, Moment. 20. Ich hab's zweimal nicht geschafft und einmal derbe nicht geschafft. Ja, die 20 gewürfelt. Ja. Ist egal. Okay. Er stolpert. Du fängst also an, hier. Robert ist raus aus Skype. Okay. Du fängst also an, hier auf loszustürmen, stolperst über die hochstehenden Backsteine, die da teilweise. Ne, was sind das? Keine Backsteine, wie nennt man das nochmal? Die Pflastersteine. Steine, Pflastersteine, danke. Du stolperst über einen drüber und ich leg's voll auf die Schnauze. Du kriegst 1W6 so. Schaden. Also ich rutsch so ein bisschen auf dem Gesicht rum jetzt. Ja, du legst ja so vorne über. Also 1W6 okay. Schaden. Würfel das mal kurz aus oder soll ich das machen? Ja, ich mach's. Was ist ein Kasper? Okay. Denke ich mir. Gut. Was sind das für einer? Dass die neuen Leute immer solche guten Auftritte bei uns haben. Darf ich noch was machen? Du liegst auf der Schnauze, du machst jetzt das gar nicht. Okay. Du kannst aufhören zu schreien, das wäre möglich. Okay. Ich stell mich jetzt nur mit meinem Stab so zwischen. Nee, warte. Ja, Aesthetic ist ja jetzt. Initiative, seiner... Junge! Hätte ich mal ein bisschen mehr Züge nichts mehr gemacht. Du holst also jetzt aus zum Schlag. Jetzt darfst du. Batz! Ich wollte mich nur zwischen Loom und dem Neuankömmling, der am Boden liegt, stellen. Was hat das für eine Erleichterung eigentlich gehabt? Los, okay. Darf ich würfeln oder möchtest du jetzt noch sich dazwischen stellen? Nein, ich wollte. Nee, zwischen dich und dem, der am Boden liegt. Ah, das ist eine Mauer. Das gibt einen Pluspunkt. Ja, mit meinem Stab ist es schon. Das gibt einen Pluspunkt. Alles klar. Weil ich ja der Meinung bin. Entweder, da ihr die Information nicht hören wollt, ist es für mich auch das Beste, dass der Typ... Dann würfelst du für mich jetzt Aesthetic. Nahkampf um 2 erleichtert. Ja, gar kein Problem. Gar kein Problem für mich. Alter, der arme alte Mann, hey. Als großen Nahkämpfer, wie man mich kennt. Ja, klar. Ist einer abgezogen. Bleiben das geht schon wieder los, hey. Moment, das ist ein anderer Wert. Das ist jetzt Geschicklichkeit, der zweite. Oh ne, Ausdauer. Alter, der Junge wird vermöbelt. Also du hast es geschafft. Und noch 7 Punkte über. Zum Ausgleichen. Und noch 7 Punkte über. Du hast auf Nahkampf 8 Punkte zum Ausgleichen? Plus 2, ja. Ja, der 2 hat er gekriegt. Ich hab nicht mal Punkte auf Magie. 6. Und du holst halt aus mit dem Ding, wie als ob es ein Dreschflegel wäre. Und zimmerst das gegen Sulfurions Kopf. Alter. Und er ist halt sofort Knockout. Tot. So einmal durch den Kopf. 1200 Jahre altes Wissen, das ist getötet. Das ist halt wie als ob du jemand mit einem Baseballschläger gegen den Kopf gehört. Genau. Ja, Mann, tot. So ein Alu-Base, der soll auch Klong machen. Nein, das hat nicht Klong gemacht. Schädel gebrochen. Okay. So, fließt raus. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, sage ich. Ihr könnt mir später danken und machen du, das so. Dir fällt auf, dass du einen der größten Fehler gemacht hast, die du je begangen hast, wegen deiner Intelligenz. Meine Intelligenz? Du hast ja das Puder in die Fresse geschmissen. Du bist klug. Ja, und? Ich fand es nicht merkst, so dumm, den umzuhauen, tatsächlich. Ja. Aber du merkst, dass es ein Fehler war. Das wär intelligenter gewesen, wenn du vorher gehört hättest, was ich weiß. Dann wäre es intelligenter gewesen, den umzuhauen. Ja, aber es ist ja. Also der war eine Gefahr. Der hat ja Storm mit Ranken festgehalten. Trotzdem denkst du, dass du was Dummes gemacht hast. Okay, es tut mir leid, Sulfurion. Ich tätschle ihn in den Kopf. Er liegt so da. Und geh mal wieder zurück zu Tera. Hat er jetzt einen Gehirnschaden? Alter, wenn dir jemand mit einem Baseballschläger gegen den Kopf zimmert, ich glaube, da hast du mehr als so einen Gehirnschaden. Kommt doch mal, wie man tut. Leute, das ist jetzt hört mich doch endlich mal zu. Der ist jetzt so behindert. Robert, du kannst aufstehen. So geistig komplett weg. Ich spring natürlich nach oben und stell mich heldenhaft davor und schrei, was da los ist. Was ist da los? Gar nichts. Warum hört mir keiner zu? Was ist denn los, Meister? Ja, alles gut. Mein Meister ist von der Finsternis umschlungen. Nicht mehr. Ich stelle mich heroisch hin. Robert, du versuchst einzuschreiten. Warte, wie heißt das denn? Scheint sein. Loom. Loom, genau. Ich versuche mit meinem Stab dem auf den Hinterkopf zu knallen. Alter, warum? Weil du ein Depp bist.
Kann ich könnt ihr mich nicht zuhören? Okay, aber du stehst halt noch ein Stückchen weit weg, du musst erstmal hinlaufen, wenn dann. Ah, oh Mann, muss ich wieder auf Ausdauer dann machen. Nein, du musst erstmal hinlaufen, du musst nicht würfeln, du läufst jetzt einfach hin. Okay, das dauert halt einen Zug, aber dann hast du es auch. So. Ich laufe ja auch, ne, zu Teral. Ja, richtig. Teral. Also, beide. Ja, aber er läuft ein bisschen schneller als du, weil du läufst, du denkst natürlich, du bist cool. Du hast ja keine Ausdauer mehr. Ich mache auch einen lässigen Gang dabei. Ja, krasse Männer gucken nicht auf Leute, die sie gerade verprügelt haben. Und so läufst du nämlich Explosions. Weg. Ja. Dann, Ludwig. Ja, ich mache das einzig Sinnvolle, meiner Meinung nach. Den wieder heilen. Ich teleportiere mich aber meistens in die Magiergilde, weil das sind die einzigsten, die anscheinend dem helfen können damit. Weil die anderen Lappen kennen sich ja damit nicht aus und wollen mir nicht mal zuhören. Sag bloß nicht Bescheid oder so. Ja, was boah, ihr habt mich zugehört. Okay, du teleportierst dich weg und zack, du bist weg mit deinem Meister. Ja, oh, dann stehen wir da. Ich würde sterben. Jetzt in der Magiergilde. Jetzt unser hier Tareal. Tareal. Ja, erstmal konfrontiere ich hier natürlich Lume. Was fällt dir ein, auf den Meister des Meisters loszugehen? War schon geschehen, der war böse. Böse. Das weißt du nicht. Du hast ihm nicht zugehört. Ey, der war für mich eine Gefahr. Ich meine ja nicht, dass der vom Bösen besessen war. Er war für mich eine Gefahr. Okay, ja, das meine ich. Das ist in Ordnung. Der war eine Gefahr, sag ich dann eben. Aber es hätte Meister Storm vielleicht doch wohl selbst mit ihm ausklären können. Abklären. Klären. Irgendwie. Ich bin ja Gott sei Dank wieder smart. Aber ich wollte die Bevölkerung, die hier überall ist, nicht in Gefahr bringen. Und deswegen schlägst du dem Meister des Meisters den Schädel ein? Ja, aber doch jetzt irgendwie einkerkern und dann kann man den verhören und gucken, sicher, warum. Ich krieg das ja nicht mit an. Sein Kopf am Matsch! Hab ich nicht gesehen! Ich lauf doch jetzt zu dem anderen, ich sehe doch nicht, dass ihr weg seid. Du läufst zu mir. Ja? Oder hört man das, wenn er sich teleportet? Hör ich irgendwie pling? Nein, das hörst du nicht, wir sind ja nicht irgendwie im... Was ja, weiß ich wo. Deswegen, dann hab ich's ja noch gar nicht mitgekriegt, dass die weg sind. Alles cool. Ja. Also genau, während ich sage hier, sein Kopf ist Matsch, gucke ich nochmal rüber zum Meister da und sehe vermutlich, dass er verschwunden ist, ne? Ja. Ich meine, es tut mir ja leid, oh fuck, stimmt. Sie sind weg. Dreh mich um. Du bist Stotter. Ich dreh mich um, sehe ich den Affen hinter mir jetzt angerannt kommen, auch zufällig. Du siehst den Affen, der auf dich zurennt. Mit der Hose im Schaf. Ja, und wer ist der Knirsch? Warum ist der jetzt da? Moment ist er hinter dir und kann dich zuschlagen und du wirfst jetzt, Robert. Okay. Auf Nahkampfangriff. Wie weit stehe ich davon weg? Darf ich nicht ausweichen? Hier steht ja quasi voreinander, also... Ja, darf ich nicht zur Seite ausweichen? Also hier, Lumen. Jetzt wartet, warte. Lass ihn erstmal. Also. Ich krieg den Staub in die Fresse. Geschafft? Geschicklichkeit habe ich versaut, aber der Rest ist geschafft. Ich krieg auf jeden Fall den Stab in die Fresse. Okay, Aesthetic, du würfelst für mich auf Ausweichen. Muss ich denn überhaupt noch? Ja, musst du. Okay. Was? Zum Glück trägst du die Brille nicht. Nicht geschafft. Den letzten. Auf Beweglichkeit. Okay. Das heißt also, du versuchst dir locker leicht so nach links weg zu dodgen, weil du ihn ja gesehen hast. Mhm. Und er schlägt halt zu und du dodgst halt nach links und er schlägt halt nach ein bisschen mehr nach links und natürlich. zieht dir einfach so du holst halt aus, Robert, und schlägst halt so einen so Querschläge hin, aber Aesthetic ist natürlich ein guter Ding und hat unendlich viel Glück. Und duckt sich ein wenig drunter weg und du ziehst ihm hier so einen Scheitel mit deinem Friseur werden. Die gute Frisur, ey, die habe ich doch erst gerade gerichtet. Ja. Er hat Scheiße reingerieben. So. Was? Ja. Was soll der Scheiß? Was soll denn der Scheiß, den alten Sack da auf dem Boden so kaputt zu machen? Der war böse! Hört mir keiner zu! Mir hört keiner zu! Er lag auf dem Boden und du hast ihm den Schädel eingeschlagen. Nein, er war nackt. Achso, ja. So ja, wie ich Jesus. Er konnte sich nicht mehr bewegen und dann schlägst du ihm einfach den Schädel ein. Der ist Magier. Der braucht sich nicht bewegen. Ein bisschen doch, oder nicht? Ich meine, es tut mir ja leid. Es ist ja ein guter Freund von mir. Ich bin ja eigentlich sein Meister, muss man dazu sagen. Auf Freunden schlägt man die Fresse ein. Ja, ich habe früher schon im Krieg damals mit ihm gedient, vor 400 Jahren. ja? Guten Kneipengeschichten. Ja, die guten Kneipengeschichten. ja. Ey, das war voll... Robert, tut mir echt leid. Robert, du akzeptierst das
Und du glaubst Aesthetic das Ganze, dass er früher im Krieg gedient hat und dass er ein super krasser Soldat ist. War toll. Die erzählen sich halt die krassen Geschichten hier. Also, okay. In der Stadt. Ich stehe vor ihm, ich schaue ein bisschen skeptisch, ich glaube, ich muss es ihm ja glauben. Ja. Aber, und stell ihn aber zur Rede, wer ihr seid. Stell euch zur Rede, wer ihr seid. Ich schaue zu Tera rüber. Ich schaue mir den Typen erstmal an. Ich lebe ja schon eine ganze Weile in der Stadt. Erkenne ich ihn irgendwie? Also irgendwie trägt er irgendwelche Kleidung, woran ich erkennen kann. Der ist nackt. Der ist nackt auf mich zugerannt. Mit dem Nein, Karten. Kann ich ihn an seiner Kleidung irgendwie seine Zugehörigkeit erkennen? Ist er irgendwie eine Wache? Ist er weiß ich nicht was? Warte, Moment. Scheiße, das aber du kannst es selber erklären. Also ich habe eine Stoffhose, Shirt und Jacke an. Handschuhe, eine Stofftasche, Stoffmütze und einen Stoffumhang. Das sah aus wie ein Bauer. Voll der Lauch. Ja, und. Solide Handschuhe und Schuhe habe ich nur an. Ja. Und ich habe da noch eine Rüstung für dich. Und vom Prinzip her bist du halt, ja, so, du erkennst ja, dass er eher so ein bisschen Söldnermäßig ist und nicht von hier kommt. Söldner? Mit einer Stoffklammer? Okay. Mäßig. Okay. Ein Abenteurer. Ja. Also die Startklasse bei DSA 2.0. Weiß nicht, ich glaube, Sascha ist sein Gehirn ist gerade stehen geblieben. Ja, ich überlege gerade kurz. Terald, sag, wer wir sind. 404 NordV. Stell uns vor, du bist der Smartere von uns. Das da drüben ist ein Knilch, der sich gegen den Meister meines Meisters gestellt hat. Und ich bin da gegen mich. Du setzt deine Brille auf, weil du denkst, es sieht cool aus. So wie so Horatio bei Ding so. Und dann wieder so, mein Abwandel cool ist. Doch, warte, ich hab doch sicherlich hier irgendwo eine Sonnenbrille rumliegen. Der Typ ist so ein Spasti, ey. Und dann nimmst du dann so ab, so richtig cool und so, mein Name ist. Tairal Makbalar. Gesundheit. Schüler von Meister Ludwig der Erste von und zu Stormblade. Leider tut der Name keine Männer impressen. Also ich hab gerade meine Brille verzogen. Ich verzog ein bisschen das Gesicht, als ich den Namen gehört habe von dem. Von mir oder von dem von Namen dir. Stormblade? Nein, von dir. Makbar, la, ha, la, wow. Schön, dass er mich auch nicht vorstellt. Doch, er hat dich mit Knüch vorgestellt, das kann ich schon verstehen. So. Also ich weiß halt nicht mal deinen Nachnamen bis jetzt. Ich weiß, dass du Loom heißt, ich aber weiß auch nicht den Nachnamen von Loom. Reicht doch. Er hat keinen Nachnamen. Ich hab heißt Loom Finn? Stimmt. Er hat keinen Nachnamen. 50 Folgen Pen and Paper, der hat keinen Nachnamen. Alter, der ist voll wichtig. Das auch mal wissen. Der Nachname ist voll wichtig. Voll dünn. Story-relevant. Also dünn. Ja. Altartlich. Ja, jetzt. Die voll sind, ja. Ne? Wer kennt sie nicht? Ja, gut, ja, ich hab uns vorgeschlagen. Und ja. Wer bist du? Uns vorgeschlagen. Vorgestellt. Ich verbeuge mich leicht und sag, mich nennt man Brobert. Ganz einfach nur Robert. Und dreh mich um und geh wieder zu Tera. Tairal! Mongo. Du weißt doch, wie die neuen Mitglieder aufgenommen werden. Also da musst du dich nicht wundern, die werden alle asozial werden. Wir müssen erst saufen zusammen. Ist auch nicht so, als ob es anders in Realität wäre. Ist richtig. Ja, ist immer so. Ja, gut, Brobert. Die Lage ist ja jetzt einigermaßen geklärt. Du hast meinem Kollegen ja beinahe einer mitgegeben. Können wir drüber hinwegsehen. Wir müssen jetzt gucken, wo unser anderer Kollege, also mein Meister hin ist. Wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Kann ich drüber hinwegsehen? Ja, ja, du kannst drüber hinwegsehen. Weil du denkst halt, dass Loom halt ein Held ist. Deswegen kannst du deswegen drüber hinwechseln. Ah, okay. Ja, ich kann drüber hinwechseln. Wieso gerade er? Natürlich. Weil wir in der Kneipe schöne Kriegsgeschichten mal erzählt haben. Oh Mann. Tiral, du bist doch hier Magier. Wo sind denn die Knilche hin? Wenn ich das wüsste. Kannst du dich auch so schwuppdiwupp teleportieren? Ich bin leider nur Elementarmagier. Die Teleportation liegt nicht in meiner Macht. Ich mache auch so ganz glaube ich. Oder? Kann ich mich teleportieren? Wo ist denn die Magier-Gilde jetzt genau? Da waren wir denn in der Stadt quasi. Ja. Ich gehe jetzt mal zum Schmied. Wie lange wir schon?
Wie lange wir schon in der Stadt sind, dass ich einfach weiß, wo alles ist. Ich guck mal, ob der da ist. Scroll, kenne ich mich in der Stadt aus? Ja. Gut. Ich habe euch zugehört, was ihr gesagt habt wegen der Magiergilde und wir haben nichts von der Magiergilde gesagt, der hat sich wegteleportiert. Er hat doch gesagt, oder nicht? Ich habe gerade gesagt, ich habe gesehen, wie er sich wegteleportiert hat. Kein Schimmer wohin. Du hast nicht gesehen, dass er sich teleportiert hat, du hast nur gesehen, dass er. Ja, ich habe gesehen, dass er verschwunden ist. Richtig, ja, gut. Denkt er, du bist kurzsichtig. Und was ist, wenn ich den anbiete, zur Magiergilde zu gehen, weil die herausfinden können, wo die sind? Das würde gehen. Bietest du uns an? Bist du ein Führer oder was? Ja, also Stadtführer. Ich würde es euch anbieten. Denk dran, er denkt immer noch, du bist ein Held. Das wär so eine Geste, so eine nette. Weil du denkst, Robert an dich, du denkst halt einfach, wenn du dich einem Helden anschließt, kannst du deinen Traum verwirklichen. Weil er ja schon auch ein Held werden. Ja. Okay. Schon smart. Aber, warte, wie ist denn die Geldwährung da drin? Also, Gold, Silber und Bronze. Du musst jetzt immer noch Gold gesehen. Ich biete den beiden an für 5 Bronzestücker, die zur Magiergilde zu bringen. Hier kostet irgendwie 2 Gold. Robert, weißt du, die Geldwährung ist, glaube ich. Nein, wenn ein Held ist es ein Bonus. Ein Bier kostet so ungefähr 3 Gold. Für ist ein Gold besser? 5 Gold? 1 Gold. Warte, er will Gold von uns haben, ne? 1 Gold, dass ich euch zur Magiergilde. Waren wir schon mal da? Fremder, ich lebte mein Leben lang in der Magiergilde. Glaubst du, ich kenne den Weg zu meiner Heimat nicht? Achso, das wusste ich ja nicht. Oh fuck, der klingelt mir jetzt. Das ist nicht Tobi. Also, ich hab keine Zeit. Also, ich sag, wir können gleich dahin gehen. Ich muss mal kurz beim Schmied vorbei. Und lauf zum Schmied. Genau. Okay, und hier machen wir jetzt einen Cut, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Schaut bei den anderen vorbei. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Wiedersehen.